Der amerikanische Hämatologie-Kongress ist der größte Kongress seiner Art im Bereich der blutbedingten Erkrankungen. Ein großer Teil sind die Blutkrebserkrankungen und diese spielen natürlich für die Krankenversicherung eine riesige Rolle. Nun sind es eigentlich drei Punkte, die für mich sehr wichtig sind. Das erste ist zu erfahren, in welcher Geschwindigkeit und welchem Umfang die Innovationen hier stattfinden. Ich kann feststellen, dass sehr viele Innovationen hier Quantensprünge darstellen, Quantensprünge im Bereich der Therapie, die auch zunehmend molekular wird. Das heißt also auch hier eine personalisierte Medizin zunehmend ins Spiel kommt. Der zweite Aspekt ist natürlich zu überlegen, wo kommt die Wirtschaftlichkeit herein? Sind diese Therapien, sind diese Ansätze auch wirtschaftlich im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes? Einen ersten Eindruck bekommt man natürlich hier, wenn man diese Innovationen sieht. Und ich glaube, der dritte Aspekt ist die Frage, inwieweit diese Geschwindigkeit der Innovation zu einer Zunahme der Off-Label-Verschreibungen führen wird, zwangsläufig, weil die Kliniker sehen diese Innovationen, möchten diese einsetzen und wir als Krankenversicherer müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir mit diesen Innovationen umgehen, bevor die Verschreibung sozusagen on-label ist, das heißt die Verschreibung durch das Bundesamt für Gesundheit im Sinne der Aufnahme in der Spezialitätenliste auch dann vollumfänglich übernommen wird. Aus diesem Grunde denke ich, dass diese Kongresse sehr, sehr wichtig sind für die Einschätzung der Innovationen im Bereich der Therapien.